Leut von da. Das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die Schützerregion. Schönen Sonntag, 3:03. Herzlich willkommen zu Leut von da. Zu Gast heute Markus Läbe von dinneri.de und vom Schlosshotel Bad Neustadt und von der Wiener Botschaft in Veitshöchheim und von Schloss Saaleck in Hammelburg. Sie sehen, der Mann macht praktisch alles, hat trotzdem Zeit gefunden, bei uns zu sein. Da freuen wir uns riesig drüber. Jetzt gibt's gleich noch die Veranstaltungstipps und dann gehen wir direkt ans Kochen. Es ist 10:11. Da gibt's noch das letzte Gewitter von Take That. Und jetzt gibt's Leute von da und wir freuen uns riesig, dass Markus Läbe da ist. Ja, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Freue mich, hier zu sein. Kann man bei dir eigentlich noch guten Morgen sagen oder bist du jetzt schon die halbe Nacht wach, weil ihr wie die Weltmeister gekocht habt? Nein, ich habe ausnahmsweise mal gut durchgeschlafen. Das war Anfang der Woche doch relativ lebendig und tatsächlich mit sehr, sehr wenig Schlaf verbunden. Aber es hat sich jetzt dann zum Ende der Woche hin doch auch gelegt. Das war gut so. Jetzt muss man vielleicht erklären für die 3 Leute, die nicht Vox geguckt haben die Woche, was da eigentlich los war, warum es bei euch Anfang der Woche wirklich so gebrannt hat. Es ist so, dass ihr oder dass du eigentlich 3 Locations hast und betreust, genau. Sprich die Wiener Botschaft in Veitshöchheim, das Schlosshotel in Bad Neustadt, das ganz, ganz viele hier aus der Region kennen werden und dann noch Schloss Saaleck in Hammelburg. Also genau, ja. Richtig, richtig tolle Restaurants und auch Hotelbetriebe. Und hast dir aber gedacht, okay, das reicht mir irgendwie nicht, ne? Es ist ja immer noch so eine halbe Stunde Freizeit am Tag, also was mache ich? Genau, ja, so. Ich gründe noch einen Online-Versand für Menüs, dinneri.de und damit weiter bei der Höhle der Löwen bei Vox. Und hab da so ein bisschen geguckt, das Ganze mal vorgestellt, ein bisschen Investoren gesucht und das hat ganz gut geklappt. Und dann hat es die Woche, glaube ich, so gebrannt, dass euch erstmal ja der Computerserver abgeraucht ist vor lauter Anfragen, ne? Ja, es stimmt. Also es war so, dass die Zuschauerquote bei etwas über 2 Millionen lag am Dienstag. Das war schon sehr gut, für uns auch sehr gut. Wir hatten in der Spitze bis zu 33.000 Besucher auf der Seite pro Sekunde und das hatten wir ein Stück weit erwartet und hatten uns auch vorbereitet. Wir hatten durchaus viele Vorbereitungen getroffen, dass unsere Seite dem auch dieser Last standhält. Hatten in Berlin 2 Techniker in Echtzeit sitzen und Programmierer, die dann während der Ausstrahlung vorher und auch nachher das Ganze technisch betreut haben, die uns ausdrücklich vorher auch gesagt haben, wenn was passiert, Finger weg, Finger weg, Finger weg, wir machen das für euch. Und die Seite war ausgerichtet für 30.000 pro Sekunde. Zwischenzeitlich ist sie dann mal kurz in die Knie gegangen. Sie war exakt 11 Minuten einmal offline und dann war wieder alles gut. Die Jungs haben das toll gemacht und ja, dann war eine Menge los. 30.000 Zugriffe pro Sekunde. Ihr vertreibt ja so, wir werden da noch ausführlich drüber sprechen, so Menüboxen, wo Menschen quasi Menüs in Restaurantqualität, in Sterneküchequalität zu Hause zubereiten können, ohne irgendein Vorwissen und also ein brillantes Essen auf den Tisch bringen können. Ihr habt in der Sendung gesagt, 300 Boxen pro Tag ist so der Ausstoß, den ihr so maximal leisten können. Ja, das war jetzt ein bisschen mehr. Das war jetzt gerade meine Frage, ne? Es waren wahrscheinlich 301, ne? 301, ja. Nein, es war tatsächlich so, dass wir in kürzester Zeit natürlich Bestellungen bekommen haben, was für uns natürlich auch sehr, sehr gut ist. Dieses Format war für uns natürlich auch eine Möglichkeit, es wirklich mal dieser breiten Masse zu erläutern, was das ist, auch wirklich auf den Punkt gebracht. Was ist Dinneri? Es ist mit einer kurzen Erklärung immer sicherlich verbunden, dann versteht es auch unser Kunde. Und als es offensichtlich ein paar Leute verstanden haben, da ging es dann los und wir haben in kürzester Zeit weit über 1.000 Boxen verkauft. Wir sind aktuell, wenn ich ehrlich bin, weiß ich es gar nicht ganz genau, aber wir sind auf jeden Fall nochmal deutlich höher. Das ging in kürzester Zeit durch die Leitung und dann war eben die Herausforderung, das Ganze ab Dienstag entsprechend zu bewältigen. Ab Mittwoch früh ging es dann los, die ersten Container, also DHL-Container, wo dann die Boxen entsprechend gepackt werden, gingen dann raus, mittags nochmal, abends dann nochmal. Das Gleiche war dann am Donnerstag nochmal der Fall, mit einer mehrfachen Abholung verbunden.
wir hatten ja ein Problem, das war uns auch bewusst, dass wir jetzt durch den 3. Oktober ja einen Feiertag hatten, was an sich ja gut ist, aber der Nachteil war, haben viele Leute Lust, dann auch gut zu essen. Ja. Das ja, aber es wird nicht geliefert. Also uns fehlte in der Woche ein kompletter Liefertag, den wir als solches sonst im Konfigurator ganz normal vorgesehen haben. Du kannst dir Dinnery auch für das Wochenende bestellen, ganz normal, Freitag und Samstag. Für nächstes Wochenende ist es jetzt schon wieder sehr lebendig. Das glaube ich, ja. Und das hat uns eben gefehlt und deswegen war das halt auf die wenigen Tage, also sprich auf 3 Tage, sehr, sehr komprimiert. Diese Woche war schon, war heftig, aber war gut. Es hat wirklich toll funktioniert. Die Mitarbeiter haben glänzend gearbeitet, alle wirklich von A bis Z. Es beginnt bei der Küche, die produzieren müssen und kochen müssen. Es beginnt dann oder geht weiter bei den Mitarbeitern, die das Ganze administrativ begleiten, dass das Ganze entsprechend kommissioniert wird, dass keine Box falsch rausgeht, dass die Boxen im Einzelnen richtig gepackt sind. Es geht weiter bei den Mitarbeitern oder bei den, wir haben liebevoll gesagt, diese Woche, wir haben auch einen Exil-Mitarbeiter, der in Bremen aktuell uns auch vertritt mit einem Pop-Up-Store, den wir ganz neu eröffnet haben vor 2 Wochen. Es geht weiter mit den besagten Technikern, die da in Berlin saßen. Geht vorher los mit der Agentur, die das betreut hat, die diesen Shop gestaltet hat. Das sind ganz, ganz viele fleißige Helfer im Boot. Und wenn das so nicht ineinander gegriffen hätte, wären wir, glaube ich, abgesoffen die Woche. Es ist trotzdem eine Wahnsinnsleistung und vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an und erklären mal, was Dinnery überhaupt ist. Wenn man jetzt sich vorstellt, klar, essen gehen kennt jeder von uns, man geht in ein schönes Restaurant, ist alles super lecker, versucht dann so rauszukriegen, oh, wie haben die das vielleicht gemacht, fragt vielleicht noch den Koch nach dem Rezept, versucht es zu Hause nachzumachen und scheitert. Und scheitert, genau. Grandios. Ne? Ja. Das ist so die Klassiker-Erfahrung, die ich auch kenne. Irgendwo was gegessen, super toll, versuch's nachzukochen, denke mir so, nee, okay, gehen wir nächstes Mal wieder essen. Aber eigentlich wäre es ja auch schön, mal zu sagen, vielleicht hier mit Frau, Freundin oder auch mit dem Göttergarten zu Hause zu sagen, Mensch, wir machen das mal im heimischen Rahmen oder auch mit ein paar Gästen, so richtig exklusiv, haben aber unseren privaten Rahmen. Oder man will vielleicht jemanden beeindrucken und kann eigentlich gar nicht kochen und sagt, Mensch, hier kann ich punkten. Da kam dir die Idee zu sagen, okay, das biete ich an. Ein Produkt, das es eigentlich auf dem deutschen Markt so noch nicht gibt. Noch nicht gibt, das stimmt. Wir sind immer noch die Ersten. Also die Idee kam eigentlich während einer Autofahrt. Wir waren mit der Familie bei Freunden eingeladen zu einem Familienfest und sehr guter Freund von uns hat sich ganz viel Mühe gegeben und hat auch was bestellt und das war jetzt nicht ganz so glücklich und wir hatten eine relativ lange Autofahrt dann Richtung Heimat wieder zurück und während dieser Autofahrt war dann eben der Gedanke oder die Frage, es muss doch möglich sein, dass man das einfach irgendwie besser hinbekommt, dass man eine ordentliche Qualität in die Haushalte liefern kann und dann haben wir da ein bisschen dran rumgetüftelt, haben schon während der Autofahrt auch ein Stück weit recherchiert, ob es das gibt und haben recht schnell festgestellt, dass es das eben nicht gibt. Es gibt, glaube ich, so Versender, wo du dir dein Steak nach Hause schicken kannst, aber da musst du halt dann wieder ganz am Anfang anfangen, dass du ein Stück rohes Fleisch da liegen. Ja. Es gibt natürlich in diesem sogenannten Food Delivery Markt bereits ziemlich eingesessene Mitbewerber auch, sehr große, die dir den Einkauf zum Beispiel nach Hause senden. Da gibt es sehr, sehr gute, die das machen, sitzen in Berlin oder in München. Du kannst dir da deinen ganz normalen Supermarkteinkauf zusammenstellen und kriegst ihn nach Hause. Bei uns ist das allerdings nochmal eine Schippe mehr. Also wir packen in die Box nicht nur diesen Einkauf. Das ist ja im Grunde genommen für uns die gleiche Leistung, die wir dann auch irgendwie abhalten. Aber wir packen halt auch noch unser Know-how rein, unsere Rezepturen und natürlich auch den Faktor Zeit und Arbeit. Also wir kochen das ja für dich, wir bringen es dir nach Hause und du kannst es dir ganz normal auf der Seite zusammenstellen. Du kannst dir Einzelgerichte bestellen, du kannst dir ein dreigängiges Menü bestellen. Und die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben, ist tatsächlich die, es ist der Geburtstag, es ist der Hochzeitstag, es ist einfach mal der Samstagabend, es ist vielleicht das erste Date, wir haben ganz viele jetzt auch gehabt, die gesagt haben, ey, wir sind junge Eltern, wir haben ein halbjähriges Kind zu Hause und jeder, der kleine Kinder hat, weiß, dass die Augenringe sind ja meistens das Merkmal, das Äußere für junge Eltern und die endlich mal durch so eine Lösung zu Hause einen tollen Abend haben können, hast keinen Babysitter, irgendwie sowas. Es gibt ja ganz verschiedene Situationen im Alltag und
immer dann ist Dinnery der perfekte Helfer für dich, wo du dir dann einen schönen Abend zu Hause gestalten kannst, ganz nach deinem Gusto, und that's it, mehr ist es gar nicht. Das heißt, um es nochmal klar zu machen, ihr schickt also nicht einfach nur Produkte, sondern ihr schickt quasi ein Essen, das schon so weit fertig ist, dass es auch der letzte Koch-Legastheniker noch perfekt hinbringt. Auf den Teller genau. kriegt. Genau. Ne? Das ist im Grunde, wir mussten das ja in der Sendung auch nochmal tun, bringen wir mal in 90 Sekunden auf den Punkt, was da, ne, was ist dein Produkt? Ich schaue auf die Uhr, okay. Genau. Du hast doch 91. Es ist im Grunde ganz einfach, du gehst auf die Seite dinnery.de, du hast ein Angebot, das immer wechselt, alle 4 bis 6 Wochen, also wir passen das natürlich dem kulinarischen Kalender an, du klickst dir dein Menü oder deine Einzelgerichte zusammen, dann gehst du in den Warenkorb, bestellst das zu dir nach Hause und einen Tag oder 2 Tage später, du kannst es dir vom Liefertag raussuchen, wir haben ein Kalendarium, du kannst es dir für übernächste Woche bestellen, das ist überhaupt kein Problem. Kriegst du es in einer wunderschönen schwarzen Box nach Hause geliefert. Und das Thema ist, die einzelnen Gerichte sind in kleinen einzelnen Gläsern oder Vakuumbeuteln, Sous-Vide-Beuteln eben verpackt. Und du brauchst zu Hause einen Topf Wasser, den du hochkochst, wo du dann deine Sous-Vide-Beutel reinlegst und lässt dann deine, je nach Produkt, zwischen 3 und ich sag mal 5-8 Minuten das Produkt in dem warmen Wasser, bis es Temperatur gezogen hat, und richtest das nach Vorlage an. Wir legen der Box immer, wir nennen das intern, einen Liebesbrief bei. Mhm. Das heißt, da sind in wenigen Zeilen ist beschrieben, wie du dein Gericht aus dem Beutel, aus dem Glas auf deinen Teller bekommst. Wir legen dir das, da ist auch nochmal eine bildliche Anleitung dabei, so in etwa, wie man das anrichten kann. Das ist ganz bewusst so gehandhabt, dass es keine, wie du vorhin gesagt hast, Sterne-Küche ist mit noch irgendwie aufwendigen Anrichten. Genau, das musst du dann schon auch irgendwann mal können, wenn du keine Fähigkeiten hast. Dann ist es wirklich so angerichtet, auch bildlich, dass du das hinbekommst. Und das soll genauso sein. Es soll kein Misserfolg und es soll keine schlechte Laune hervorrufen, sondern du sollst am Abend eine geile Qualität zu Hause haben. Du sollst ein begeistertes Essen haben, also vielleicht im Optimal begeisterte Gäste haben, ein tolles Essen haben und einen schönen Abend. Und das ist es eigentlich. Und es ist jetzt nicht nur eine Kiste für 2 Personen. Also waren das 90 Sekunden? Ich habe jetzt nicht drauf genau, okay. es war auf jeden Fall super interessant. Du kannst es für beliebig viele Leute auch machen. Also ich meine, gut, es ist dir ja selbst überlassen. Wenn du 100 Gäste hast, bestellst du halt 50 Boxen, ne? Ja, also dann wird irgendwann der Caterer sinnvoll. Ne? Wir haben tatsächlich die Anfrage gehabt, ob man da auch für seinen Geburtstag 80 Gäste jetzt kochen kann. Klar, mathematisch wäre das möglich, aber dafür ist das Produkt nicht gedacht. Also du brauchst dann für sowas natürlich große Töpfe, eine große Küche, und die haben die wenigsten zu Hause. Also die Standardbox geht bei uns raus zwischen 2 und 4 Personen. Es gibt Leute, die sich das für sich einzeln zu Hause bestellen. Wir hatten auch schon eine kleine Geburtstagsparty bis zu 8 Personen, die wir damit beliefert haben. Geht alles, aber ich sag mal 50, da ist dann das Konzept eigentlich eher das Falsche. Da hole ich mir den Caterer. Ja. Also du würdest sagen, so bis, sagen wir mal 10 Leute, so Schmerzschwelle vielleicht, wo man sagt, da ist es noch sinnvoll. Das ist okay, also da ist es auf jeden Fall stressfrei machbar. Also es muss ja dann nochmal, es geht ja darum, dass du am Abend ein tolles Erlebnis hast. Du sollst keinen Misserfolg haben. Genau, ne, und nicht in der Küche stehst. Und wenn du entsprechend eine Küche hast, du brauchst 2-3 Herdplatten, wo du dann deinen Topf mit heißem Wasser draufstellen kannst, und das geht durchaus auch für 10 Personen, kein Problem, aber es müssen dann eben auch 10 Teller angerichtet werden und sowas, und dafür braucht es schon wiederum etwas mehr Platz, das muss man dann auch so sehen. Also es ist tatsächlich das Produkt für den Haushalt, was wir dir in die eigene Küche liefern. Super ist es für 2 bis 4 Personen. Wenn du mal 8 Personen hast, auch kein Stress, alles kein Problem, das ist machbar. Aber es ist nicht für 50 Personen gedacht, das nicht. Jetzt kann ich mir vorstellen, okay, also ich hab meine Beilagen, ich habe meine Kartoffeln, ich habe mein Gemüse, ich habe meine Soßen im Glas, ich habe den Rest in diesen vakuumierten Beuteln, alles logisch. Wie mache ich das mit Fleisch oder mit Fisch? Da ist ja noch so der Trick, den richtigen Garpunkt zu erwischen. Habt ihr das dann schon ein bisschen vorgebraten oder vorgegarten? Verzeihung, also generell ist es so, es gibt ja unterschiedliche Gerichte. Wir haben momentan beispielsweise eine richtig schöne, gute, alte, gemachte Roulade auf der Seite. Also diese Omas Rezeptur, ne? Was heute kaum mal einer kennt und schon gar nicht zu Hause machen will. Vor allem nicht für 2 Leute anfängt zu machen. Ne? Genau, verkaufen wir momentan sensationell gut. Geht lauwarm wie geschnitten Brot, wie man so schön sagt.
wenn es rohes Fleisch ist, zum Beispiel bei einem Rinderfilet, was wir aktuell auch auf der Seite haben, kriegst du diesen Liebesbrief mit. Dieser Liebesbrief erklärt dir genau, wie du es einmal dann von zwei Seiten zu Hause anbraten solltest, bis zu deinem gewünschten Bräunungsgrad und dann nochmal für eine gewisse Zeit in die in einem vorgewärmten Backofen, in eine Röhre stellen kannst. Genau, dass das nachziehen kann. Das ist wirklich, wirklich für Menschen gemacht, die keine Lust haben zu kochen oder auch von mir aus keine Fähigkeit oder keine Zeit haben. Wir liefern das mit. Es geht in Windeseile. Du bist in der Lage, innerhalb von unter einer halben Stunde drei Gänge zu servieren. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Eigentlich der Kracher. Es ist verblüffend, dass keiner vorher auf die Idee gekommen ist, sage ich jetzt mal ganz hart. Hat mich auch gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir hatten sehr auf dieser Autofahrt recherchiert, haben natürlich, habe ich ja gerade gesagt, haben auch festgestellt, dass es so ein, zwei Themen gibt, die geliefert werden. Da sind einige dabei, die auch mit ganz, ganz viel Fremdkapital, also mit Risikokapital ausgestattet sind. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Wir haben das bis dato alles mit eigenen Kräften gestemmt oder auch stemmen müssen, was auch nicht immer ganz einfach ist. Und wir sind nach wie vor die Ersten. Das ist was, was wahrscheinlich auch ein Stück weit bei der Sendung jetzt dafür gesorgt hat, dass es zu dieser Resonanz am Ende führte. Die Nachfragen waren jetzt auch hochinteressant für uns. Das heißt, nach dieser Ausstrahlung ist ja die eine Entwicklung gewesen, dass ganz, ganz viele Bestellungen eingegangen sind, was natürlich toll ist und erfolgreich ist, was auch für uns so ein Stück weit eine Bestätigung war auf die Frage, braucht's das? Ne? Also das Produkt ist erst etwas über ein Jahr alt und natürlich stellt man sich auf so einem Weg auch immer zwischendurch mal die Frage, zwischendurch hast du immer mal so einen Zweifel, wo man sich selber mal fragt. Ich mach das, aber will das einer, ne? Ja, will das wirklich einer, braucht das einer? Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, mit der Ausstrahlung diese breite, breite Masse zu erreichen und die Nachfrage war riesig, also wirklich riesig. Die Leute waren begeistert, tolle Idee und sensationell und wir haben uns Fotos geschickt, auf Instagram Fotos gepostet, wie sie es angerichtet haben, haben uns Unboxing-Videos geschickt, wie sie es zu Hause gemacht haben, alles Mögliche. Wir hatten Leute am Telefon, die uns erzählt haben, sie sind in irgendeiner Weise eingeschränkt, körperlich leicht behindert oder behindert und haben jetzt endlich eine Lösung für zu Hause, super Sache. Und also das waren wirklich völlig unterschiedliche Motivationen, warum uns die Leute angerufen haben. Und jetzt gilt es eben weiterzumachen. Ne? Also das war jetzt die Ausstrahlung und der Weg, der jetzt beschritten werden muss, ist weitermachen, Qualität, Qualität, Qualität und konzentriert weiterarbeiten. Das ist jetzt das, worauf es ankommt. Wie das mit der Qualität funktioniert, wo die Produkte herkommen, wie ihr die Kühlkette einhaltet, all das besprechen wir gleich. In wenigen Minuten geht's weiter. Leut von da, das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die Schützer Region. Und da sind wir schon wieder zurück bei Leut von da mit Markus Lehr. Jetzt, wir haben eine neue WhatsApp-Nummer, die werden wir dann auch gleich noch durchsagen. Die weiß ich noch nicht auswendig, aber das kriegen wir gleich hin. Die reicht mir der Kollege gleich noch rein, die Nummer. Jetzt aber erstmal zurück vor lauter Online und hin und her. Kommen wir aber zu einem Thema, das natürlich auch mit Online zu tun hat. Denn Markus, ihr macht ja ein Online-Geschäft mit Foodboxen. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Und deine letzten Worte vor dem Break waren Qualität, Qualität, Qualität. Das ist was, was sich widerspiegelt, auch wenn man bei euch in Restaurants essen geht. Ich hatte das Vergnügen ja auch schon. Muss ganz ehrlich sagen, man merkt es an dem Produkt, man merkt es an der Zubereitung. Jetzt ist natürlich die Herausforderung, das auch über vielleicht ein paar hundert Kilometer zu jemandem nach Hause zu transportieren. Wie funktioniert das? Das funktioniert. Das ist mal die grundsätzliche Antwort dazu. Das ist mal ganz wichtig. Die Logistik, die dahinter steckt, haben wir fast ein Jahr lang entwickelt, bevor wir online gegangen sind. Wir sind ja letztes Jahr im März damit erst überhaupt an den Markt gegangen und haben uns ein gutes Jahr Zeit gelassen, um das System, die Logistik, die Verpackung zu entwickeln und haben das ganz eng bei uns in Bad Neustadt immer auch mit der Gewerbeaufsicht abgestimmt, mehrfach. Das haben Probeboxen immer wieder untersucht, hält die Kühlkette, wie sieht das Produkt aus. Wir haben mehrfach Dummies mit dem Logistikpartner durch die Republik geschickt, haben die Fallhöhen dadurch abgepasst. Sprich, man muss wissen, dass wenn so ein Paket verschickt wird, auf den Förderbändern quer durch die Republik Fallhöhen bis zu 80 Zentimetern auf das Paket zukommen. Autsch!
Ne? Und da wir Glas, also unter anderem ja Gläser mit drin sind. Du hast eine Weinflasche drin, du hast Soßenflaschen drin. Ja. Das war alles etwas, was wir entwickeln mussten und haben dann entsprechend die Kartonage zum einen entwickelt, sprich die ist ja schön gelabelt, gebrandet auf das Logo, auf die Marke. Dann ist in dem Karton eine Umverpackung oder eine Styroporkiste erstmal, die eine 2,4 Zentimeter starke Wand hat. Diese hält dann auch die Temperatur an sich, die da in der Box herrscht und hält die Wärme, die außen in der Atmosphäre herrscht, einfach auch draußen. Wir haben in der Kartonage ein Raster gebaut, das wir modular auch einsetzen können, je nach Bestellung eben. Und so ist es möglich, dass wir mit der entsprechenden, ja, mit diesem Raster relativ stoßfrei liefern können. Es passiert auch bei uns, dass da mal eine Box ankommt und da ist mal ein Glas gebrochen oder mal der ein oder andere, nennen wir es mal jetzt Transportschaden, mit in der Box. Das bearbeiten wir dann sehr ernsthaft und es geht dann in eine ganz übliche, für uns übliche Reklamationsarbeit und wird dann ersetzt oder wird mit einer, weiß ich nicht, mit einer Flasche Wein oder sowas in irgendeiner Weise entschädigt. Und war jetzt auch diese Woche eine ganz interessante Erfahrung für uns bei den Boxen. Wie gesagt, es war ja doch deutlich vierstellig für uns jetzt und wir haben aktuell eine Reklamationsquote, liegt bei 3%. Okay, das ist quasi nichts. Ja, es ist schon viel, wenn dann... Der Perfektionist kommt durch. 3% ist für die Statistik gut, aber wenn du natürlich unseren Kunden hast, der... Das ist das Einzelschicksal, der sitzt dann am Hochzeitstag und genau, das los ist. Und das ist immer, genau, das ist einfach ein Thema, was wir für die Zukunft wirklich im Auge haben müssen. Wir werden das Thema Lieferung, Lieferzeitfenster und einfach auch Zuverlässigkeit dabei ganz genau diese Woche, sogar jetzt schon kommende Woche, mit dem Logistikpartner nochmal durchgehen und besprechen, weil wir eben keine, wir versenden keine Bücher. Wenn es halt heute nicht kommt, kommt es morgen. Wobei, wenn also selbst auch das als Geschenk angedacht ist, ist es auch doof, wenn es nicht da ist. Das ist klar, aber es ist nicht so dramatisch, wie wenn du hungrig da sitzt und es kommt nichts auf den Tisch. Ganz genau. Und das ist für uns eben ganz wichtig, dass das noch ein bisschen besser wird. Wir werden nie eine ganz... ich sag mal, eine Fehlerquote unter 1% bekommen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn wir in dem minimalen einstelligen Bereich bleiben, ist es schon gut. Ich denke, ihr macht ja alles, was ihr von euch aus steuern könnt. Wenn der einzelne Paketdienstfahrer stolpert und das Ding fällt auf den Boden, dann könnt ihr gearbeitet haben, wie ihr wollt. Das kann man nicht mehr ausschließen, denke ich. Ne? Das kann man in Teilen schon ausschließen. Die Umverpackung ist dann natürlich ein bisschen lädiert. Mhm. Also das heißt, die Kartonage sieht dann nicht mehr ganz einwandfrei aus, wenn sie dann zu dir kommt. Also beeinflusst aber erstmal das Produkt, das Menü oder das Einzelgericht, was du dir bestellst, ja, erstmal nicht. Also das funktioniert bisher ganz gut. Also diese Geschichten haben wir durch diese Entwicklungszeit ganz gut in den Griff bekommen. Und Thema, wie gesagt, Kühlkette ist da ganz wichtig, ja auch bei uns, dass das eingehalten wird. Auch das gelingt in großen, großen Teilen sehr, sehr gut. Wir hatten in diesem Sommer lediglich ein Problem, als wir diese Atmosphäre oder diese Außentemperaturen von über 40 Grad in Teilen hatten. Da war es schon ein Problem für uns, das noch hinzukriegen. War für alle, die so etwas machen in der Zeit, ein Problem, auch für uns. Und auch da gilt es, in Zukunft noch ein bisschen besser zu werden. Sind auch die Erfahrungen natürlich, die du machst jetzt über so einen Zeitraum von etwas über einem Jahr, die jetzt immer wieder in das Produkt einfließen und zu weiteren Verbesserungen führen und führen müssen auch. Die Produkte, die ihr anbietet, ist ja... Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, du hast gesagt, ihr habt also beispielsweise ein schönes Rinderfilet zurzeit auch in dieser Löwenbox. Jetzt muss ich ja so ein Rinderfilet in so einer Qualität dann auch in dieser Menge entweder vorhalten oder beibekommen. Und bei dem Qualitätsanspruch, den ihr habt und der ja auch von den Löwen in der Sendung bestätigt wurde, es wurde ja über den grünen Klee gelobt quasi, ist es ja so, dass ich denke, du brauchst ja auch die entsprechenden Partner, die dir Fleisch in der Qualität anbieten, ein Gemüse in der Qualität, Garnelen in der Qualität. Der Vorteil ist da einfach, dass wir das schon ein paar Jahre machen. Also das habe ich da in der Sendung auch ausgeführt, was nicht sichtbar war, weil es ja doch auch von der ursprünglichen Drehzeit doch auch deutlich zusammengeschnitten war. Du hast, gesagt, ihr habt roundabout 3 Stunden gedreht. Ja, wir haben 3 Stunden gedreht und am Ende des Tages kamen 12 Minuten und ein paar Sekunden dabei dann raus. Und
die Qualität oder ich sag mal, der Vorteil, den wir da einfach haben, ist tatsächlich der, wir machen das schon ein paar Jahre. Wir, ich würde behaupten, dass wir ein Stück weit kochen können und zweifellos, ja. Auch das mit der Erfahrung der letzten Jahre sicherlich ganz gut funktioniert. Aufgrund unserer Häuser, die wir haben, haben wir außenrum natürlich seit Jahren gute Partnerschaften zu Lieferanten und zu unseren Lieferanten. Unsere Lieferanten sind, glaube ich, kann ich auch von uns behaupten, ausnahmslos sehr gute. Wir haben hier aus der Region Direktlieferanten, die sehr gut sind und täglich beliefern. Wir haben überregionale Lieferanten, das sind mehrere, die unterschiedliche Liefertage haben, ein oder zwei in der Woche. Und diese alle in Summe haben oder sorgen generell dafür, dass wir 6 Liefertage in der Woche haben, von Montag bis Samstag. Das kommt wirklich alles immer topfrisch auch an. Dann, genau. Und das können wir gut steuern und dadurch ganz gut takten, auf die Lieferanten verteilen, auch auf die Schultern dadurch ein Stück weit verteilen. Und sorgt dafür, dass wir also auch nachhaltig mit den Lieferbeständen natürlich ganz gut, nämlich gering umgehen können und aber eben täglich gut die Ware reinkriegen, um für den Folgetag der Bestellung zu produzieren. Und das ist etwas, was wirklich gut funktioniert. Was ich eingangs auch gesagt hatte, muss man hier auch mal an der Stelle sagen, es ist so, dass, wie gesagt, die Mitarbeiter alle haben gebrannt und haben das mitbegleitet. Das war schon spannend, jetzt auch zu sehen, dass das jetzt mal so, dass diese Entwicklung irgendwo auch mal belohnt wird. Also es war schon auch viel Arbeit und viel Ideengeist im Vorhinein. Und klar hast du auch immer mal den einen oder anderen Zweifler auf dem Weg kennengelernt, der dich da auch mal gefragt hat, so nach dem Motto, braucht das jemand? Jetzt wissen wir, es gibt eine Berechtigung für das Produkt, es gibt auch einen Markt dafür. Aber diese Situation, die wir jetzt in der Woche hatten, ist auch möglich gewesen, weil wir diese Lieferantenstruktur hatten, weil wir vorher unsere Partner ins Boot genommen haben, haben gesagt, das steht uns bevor, wir rechnen mit dem und dem Ansturm, wir brauchen euch da jetzt, und zwar im Schulterschluss. Es war mit den Lieferanten vereinbart, dass wir nachts, Dienstag nachts noch eine Telefonerreichbarkeit hatten, um direkt reagieren zu können. Wenn die Anfragen dann reinlaufen, ja. Also es war wirklich ganz, ganz viel Hilfe, auch aus dem Lieferantenspektrum da dabei, die da gesagt haben, wir machen das, wir unterstützen das, alles super und gib Gas. Ich denke, es ist ja auch für ganz viele auch unheimlich spannend, dann einfach zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wie sowas läuft, wie welchen Einfluss jetzt auch so ein Medium hat, wenn es da wirklich dann vorangeht. Es ist ja so, du hast vorhin gesagt, euch ist das auf einer Autofahrt eingefallen, nach einer privaten Einladung. Dann konzipiert man sowas, macht diese ganze Entwicklung, investiert natürlich auch, denke ich, Kapital, hat dann dieses Baby quasi fertig. Dann ist die Website irgendwann mal online mit dinnery.de. Ja, dann muss es aber noch einer wissen, dass es das gibt. Das stelle ich mir so schwierig vor. Wie geht dieser Weg dann weiter von der Idee? Klar, dann habe ich die technischen Voraussetzungen geschaffen, aber ja, dann muss es ja noch einer wissen, dass ich es überhaupt habe, ne? Richtig. Das ist etwas, was wir jetzt im Grunde genommen nachhaltig mehr und mehr leisten werden. Wir haben uns, als wir letztes Jahr mit dem Ding online gegangen sind, dinnery.de ging online am 15. März und ich gebe zu, ich habe da natürlich auch viel gelernt auf dieser Reise. Ich bin ursprünglich mal davon ausgegangen, das World Wide Web wird uns da ganz viel Hilfe leisten und diese Bekanntheit ein Stück weit mit sich bringen und leisten. Das ist nicht der Fall. Also das ist... Das heißt, du kannst die tollste Website haben und kein Mensch nimmt sie jemals wahr. Völlige Illusion. Wir haben ganz viele tolle Dinge während der Reise schon erlebt. Wir sind ausgezeichnet worden mit einem Innovationspreis. Der erste, den wir gekriegt haben, war vom Wirtschaftsministerium Bayern. Wir haben Anfang diesen Jahres wir sind ausgezeichnet worden für das innovativste Geschäftsmodell von der Internet World Business. Das ist so eine Fibel in dieser Branche, sage ich mal, in dieser Online-Szene. Trotzdem sorgt das nicht dafür, dass du den nötigen Traffic oder die Bekanntheit auf der Seite hast und generell da einfach dann diese regelmäßigen Bestellungen generierst. Du musst da ganz, ganz viel Arbeit leisten, die ins Thema Marketing und einfach auch Vertrieb, aktiven Verkauf, proaktiv immer wieder verkaufen. Und dann sorgt das nachhaltig dafür, auch mit einer gewissen Zeit ausgestattet, dass die Zahlen nach oben gehen. Wir haben jetzt vor der Ausstrahlung der Entwicklung vorweisen können, dass wir unsere Zahlen verdoppelt haben. Die waren allerdings aufgrund des ersten Jahres einfach auch noch sehr bescheiden. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen anders. Wir haben natürlich jetzt für unsere Verhältnisse schon ein Stück weit auch einen Quantensprung erlebt und wollen dieses Niveau auch ein Stück weit halten. Und auch jetzt durch diese Ausstrahlung kamen tolle, interessante Anfragen für mögliche Kooperationen, für
Ideen, wie man das vielleicht weiterentwickeln könnte. Wir sind auch mit einem sehr, sehr großen Handelskonzern seit einem guten, eigentlich seit diesem Internet World Business Preis im Gespräch Anfang des Jahres und haben da jetzt schon die erste Geschichte umgesetzt, haben vor 2 Wochen in Bremen einen kleinen Store eröffnet in einem Shoppingcenter, ähnlich wie das jetzt hier man kennt aus Schweinfurt, aus der Stadtgalerie. Gibt's in Bremen einen Weserpark, das ist ein sehr, sehr großes Einkaufszentrum, in etwa so, würde sagen, 4-mal so groß vielleicht wie die Stadtgalerie. Wow. Und in Kooperation mit diesem Handelskonzern haben wir da den ersten Shop umgesetzt. Teilweise visionär, wirklich toll gebaut. Kann man sich bei uns auf der Facebook-Seite anschauen, wenn man möchte, um da einfach auch weiterzugehen und immer diese Entwicklung weiterzuführen. Es ist im Grunde wie auch im üblichen, selbstständigen Handeln oder unternehmerischen Handeln so, du musst dranbleiben am Ball, du musst die Kutsche ziehen, dass sie immer weiter nach vorne geht und das werden wir jetzt tun. Wie kommt man jetzt in so eine Sendung wie die Höhle der Löwen? Also es ist ja so, klar, ich kann mir jetzt überlegen, vielleicht brauche ich ein bisschen Geld, um die Sache weiter voranzuschieben. Dann wäre der logische erste Schritt wahrscheinlich, dass ich zu meiner Hausbank gehe und sage, okay, gebt ihr mir was? Mhm. Ne? Die und die Sicherheit habe ich, die und die Geschäftsidee habe ich. Wie schaut's aus, auf die Idee zu Vox zu gehen und zu sagen, ich stelle das jetzt mal Jochen Schweizer und seinen Kollegen vor und guck mal, ob die mir Geld geben, ist ja, sage ich mal, ein sehr unkonventioneller Weg. Bewirbt man sich da selber, wird man da gefragt? Man kann sich da generell selber bewerben. Das ist immer möglich. Bei uns war es so, dass wir einen Anruf bekommen haben von der Redaktion im Dezember, vor Weihnachten. Und man hat uns gefragt, ob wir in das Format möchten. Und wir haben das dann als Kompliment erst einmal aufgefasst, dass man uns überhaupt wahrnimmt für so eine Geschichte. Weil ich habe das durchaus auch in der ersten Staffel das ein oder andere Mal verfolgt und hat mich schon interessiert. Und ich fand das Format auch nicht uninteressant, ist muss spannend, ich sagen. Ja. Ist ein spannendes Thema. Und ich habe dann gesagt, also weiß nicht, ob wir da schon vielleicht das Richtige für sie sind, weil wir einfach noch sehr jung sind. Wir waren zu dem Zeitpunkt 6 Monate alt. Und ich mache aber Folgendes, ich schicke ihnen gerne eine Musterbox, damit sie sehen, was ist eigentlich unser Produkt und damit sie feststellen, ist das überhaupt qualitativ das, was sie sich dann für die Sendung vorstellen, ja oder nein. Und es war noch eine witzige Geschichte, das war der letzte Arbeitstag vor Weihnachten letztes Jahr und der DHL hat es nicht ausgeliefert und im Paketzentrum blieb das Paket liegen. Ach Schande. Und dann rief die Redaktion an, wo denn das Paket sei und man duzt sich da ja dann immer. Ich sagte dann also, Sabine hieß sie, das ist raus und warte mal, ich schau mal, wo das Paket ist, wir können das ja nachvollziehen. Hast diese Tracking-Nummer und kannst gucken, wo es liegt. Ne? Genau, du kannst das jederzeit nachvollziehen, das ist sehr gut und sehr transparent. Und es war in Köln, es lag im Paketzentrum, vor Weihnachten ist da immer Notzustand. Und dann habe ich gesagt, du, es ist in Köln und ich versuche jetzt über DHL, dass ihr das noch kriegt. Und dann sind die am Ende selber in dieses Paketzentrum gefahren und haben es geholt. Und haben sich dann in der Redaktion noch ein schönes Weihnachtsessen gemacht. Und wir hatten uns vorher dann quasi in die Weihnachtsferien verabschiedet. Und die haben sich wieder gemeldet im Januar. Hatten sich höflich bedankt dafür, dass wir das ihnen geschickt haben und haben dann gesagt, sie würden uns gerne in der Sendung haben. Wiederum 3 Wochen später gab es einen Anruf mit dem Drehtermin, den wir dann schon bekommen haben. Naja, und dann kannst du in die Sendung gehen. Ne? Und der Weg bis dahin für uns war der, dass wir uns ziemlich gut vorbereitet haben. Wir haben bei uns im Schloss uns so ein Probeset aufgebaut und haben uns ein paar befreundete Banker und Leute. Ich hatte auch eigenen Löwen schon da sitzen, ja, genau. Mit denen also, ihr geübt genau. habt. Ja. Wir haben durch die übliche Arbeit im Hotel und den Restaurants, die wir machen, das Glück, dass wir da so ein paar Leute kennen, die natürlich den ganzen Tag mit sehr viel Geld umgehen. Und die haben uns als Testlöwen eingeladen, hatten das 2-mal vorher geprobt, auch mit der Bitte, so hart wie möglich fragen und lieber heute als in der Aufzeichnung dann. Und am Ende, glaube ich, war das auch ganz gut, dass wir das so gemacht haben. Und dann sind wir da hingefahren, hatten uns auch da ganz gut vorbereitet, hatten für die Löwen alle eine entsprechende Geschenkebox dabei, haben eben halt auch gewusst, wir wollen da 2 zum Essen einladen. Und und dann ging's los. Also wir hatten, was man bei der Ausstrahlung später dann ja auch im Grunde ein bisschen mitbekommt, wir hatten
Am Anfang ist das natürlich von Nervosität geprägt. Ja, du stehst davor. Das wäre ein Wunder, wenn nicht, da gucken 2 Millionen Leute zu. Genau, und das darfst du dir, glaube ich, nicht bewusst machen, sonst kriegst du da wahrscheinlich nicht viel raus irgendwie. Aber das ist sicherlich am Anfang mit Nervosität verbunden und dann stehst du da vor dieser Tür und du weißt, dahinter sitzen die und wir mussten da 4,5 Minuten warten, bis wir da rein konnten. Und das sind dann sehr lange Minuten, wenn man da warten muss. Und dann sind wir halt da rein und haben unseren ersten Teil, die Vorstellung, eben geleistet. Und in Echtzeit hat Lenke Steiner das dann sehr, sehr früh unterbrochen. Und das ging dann in so eine freie Frage-Antworten-Runde. Und das war gut. Und dann hatten wir eine tolle Atmosphäre. Die haben alle was gegessen. Alle fanden sie die Qualität sensationell. Wir haben mit Judith Williams, das sieht man nicht so richtig in der Ausstrahlung, wie so eine kleine Küchenparty gefeiert und haben da viel Spaß gehabt, wirklich Gaudi, und war gut am Ende. Das Signal, dass einfach die Qualität gut ist, dass der Preis stimmt und dann halt auch am Ende, dass da 3 Löwen einsteigen, das war schon sensationell. Also das viel besser hätte es nicht mehr laufen können. Viel besser kann es nicht laufen, das stimmt, ja. Ich glaube, 4 hat es noch nie gegeben und 3 ganz selten. Ja, und nebenbei gab es noch ein bisschen Geld über das Museum. Und Sie haben, glaube ich, sogar mehr gezahlt am Anfang, als ihr wolltet. Ja, das war auch so ganz verblüffend aufgerundet. Ne? Ja, Sie haben es aufgerundet. Es war so, dass erst Lenke Steiner mit Vural Öger einsteigen wollte und der Preis, der da im Raum stand, waren 95.000 Euro. Es war ja zwischenzeitlich so, dass Frank Thelen ausgestiegen war, weil es fand die Qualität schon gut. Das ist alles super und alles toll. Versteht aber nicht das Produkt Lebensmittel, sondern, ne, und deswegen hat er gesagt, gehe ich raus. Nicht, ne? Kann ist ja legitim. Ja, ist völlig legitim. Es wäre auch legitim gewesen, wenn alle gesagt hätten, ne, es kann damit nichts anfangen. Das Risiko hast du halt. Wenn du da hingehst, musst du dir immer bewusst sein, im Zweifel, ne, hast du auch. Ja, aber gerade bei einem Produkt wie bei eurem, selbst wenn alle Nein sagen, wäre das trotzdem für dich ein Gewinn, weil du ja einfach den Bekanntheitsgrad kriegst über die Nummer. Ne? Ja, aber es ist dann natürlich mit dem Risiko verbunden. Man darf das jetzt, natürlich hast du eine Plattform von über 2 Millionen Zuschauern und auch die Möglichkeit ist, denen zu erklären, wie wir es gerade, ne, was ist das, wie funktioniert das, es ist idiotensicher und sowas, das ist alles toll. Aber wenn entsprechend bei so einer Plattform rauskommt, dass du da wirklich auseinandergenommen wirst. Es gibt ja auch durchaus Startups, die sich da vorstellen, wo festgestellt wird, und zwar sehr, sehr deutlich festgestellt wird, hey, das ist qualitativ, ist das hier mal gar nichts, was du hier vorbringst. Die Frau mit dem Enthaarungsmittel, wo kein Haar hängen geblieben ist, ne? Zum Beispiel. Die hat nicht so punkten können, ne? Ja, oder einfach auch, wenn du da, glaube ich, mit einem, ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Irgendwo auch, glaube ich, ein Stück weit Tagesform, die Sympathie irgendwo auch, da sind ja auch durchaus Leute, die ein tolles Produkt haben, aber halt weniger gut rüberkommen oder sowas. Und wir hatten sicherlich viele, viele glückliche Faktoren an dem Tag, die dazu geführt haben am Ende, dass wir da diese Zusagen von den 3 Löwen bekommen haben. Und jetzt im Nachgang ist es dann so, wir müssen jetzt schauen, wie wir das für die Zukunft gestalten. Wir besprechen das jetzt, welche Wege da gegangen werden können und müssen. Und eine erste Kooperation gibt es jetzt schon. Man kann eine exklusive Jochen Schweizer Box bestellen über sein Portal. Das läuft alles bereits seit der Ausstrahlung auch schon. Und andere Dinge werden jetzt besprochen, sachlich, fachlich. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Wir machen ganz kurz ein bisschen Werbung, ein bisschen Musik und dann geht's gleich weiter bei uns. Leut von da, das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die Schützer Region. Schönen Sonntag, 11:02. Herzlich willkommen zu Leut von da, 2. Stunde mit Markus Lebe, unter anderem von Dinnery.de, unter anderem deshalb, weil er nebenbei auch noch so 3 Restaurants betreibt. Im Moment liegt der Fokus, glaube ich, ohne das andere zu vernachlässigen, ganz stark auf Dinnery.de, denn am Dienstag war die Ausstrahlung auf Vox von Höhle der Löwen. Da wart ihr mit dabei und habt ordentlich abgeräumt. 3 Löwen überzeugt, Investitionen gesichert und natürlich einen bundesweiten Bekanntheitsgrad nochmal zusätzlich verstärkt. Jetzt hatten wir gerade schon einen Hörer am Telefon, der gefragt hat, weil wir jetzt schon 1 Stunde drüber gesprochen haben, Mensch, mit diesen Menüs, die ihr anbietet, wie ist das mit der Kühlkette und wann kann ich die denn oder wie lange kann ich die zu Hause aufheben? Also Dinnery.de ist nichts, wo ich sage, das bestelle ich mir für die nächsten 4 Wochen, lege es mir zu Hause ins Regal und mache es dann so nach und nach, ne? Definitiv nicht. Es ist so, dass wir ganz großen Wert darauf legen, dass wir frisch kochen für unsere Gäste und Kunden. Wir haben da weder Zusatzstoffe, Stabilisatoren, Farbstoffe, E-Stoffe, irgendwie was drin, sondern das Ganze wird von uns frisch gekocht, wie wir das üblich auch in unseren Restaurants tun.
Die Frage der Kühlkette ist berechtigt, ist auch wichtig. Vielen Dank nochmal dafür an den Zuhörer. Es ist so, dass wir, wie vorhin schon mal erklärt, das Ganze ja fast ein Jahr entwickelt haben. Wir haben eine Styroporbox, in die kommen die entsprechenden Produkte, im Übrigen auch schon gekühlt. Und nachdem sie dann von uns produziert sind, portioniert, werden sie runtergekühlt. Und dann wird das Ganze in das Raster gepackt mit Kühlpacks nochmal zusätzlich, damit über einen Zeitraum von der Lieferung das Ganze bei in etwa 8 Grad gehalten wird. Mhm. Das ist dieses Thema Kühlkette. Wir empfehlen dann aber, dass wir innerhalb oder dass Sie innerhalb von 48 Stunden das Ganze verzehren sollten und sollen, weil es eben, es ist kein TK-Produkt, es ist eben keine Industrieware, die in irgendeiner Weise über 6 Monate oder für 6 Monate haltbar gemacht wird. Es ist eine frische Produktion, die für den Verzehr innerhalb von 48 Stunden dann angedacht ist. Wenn man sich das in den Kühlschrank zu Hause legt und dann nochmal einen Tag länger liegen lässt, ist das in der Regel auch kein Problem. Trotzdem ist es, wie gesagt, ganz gut, wenn es ankommt, dass man das innerhalb der nächsten 2 Tage verzehrt. Deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, du hast es vorhin gesagt, das auch so zu timen, dass man sich für den Wunschtermin bestellt, dann muss man es ja nicht 3 Wochen vorher schon zu Hause liegen haben. Ist, glaube ich, auch ein ganz großer Vorteil im Vergleich zum Wettbewerb. Wir haben kein Abo und wir haben feste Liefertage und das kann sich der Kunde eben selber raussuchen. Genau, es ist nicht so, dass ich bei euch bestelle und dann kriege ich danach alle 4 Wochen automatisch immer die Dinnery-Box oder sowas. Nein, das bleibt dir frei. Kannst du machen, wie du magst. Gibt es jetzt irgendwas? Also wenn man sich das auf der Seite anguckt, dann sieht man, okay, da gibt es also verschiedene Gerichte, da gibt es verschiedene Vorspeisen, Desserts, Hauptspeisen. Es ist eine, sage ich mal, im positiven Sinn gesehen, schlanke Karte, was glaube ich auch eine bewusste Entscheidung war, ne? Na klar, also auch hier angelehnt an das, was wir aus unserer Restauranterfahrung mitbringen. Lieber eine schlanke Karte, dafür stark rotierend, spätestens alle 4 Wochen neue Gerichte, frische Gerichte und Produkte. Das ist hier im Grunde ganz ähnlich. Es ist so, dass wir für die Ausstrahlung das Sortiment ein bisschen reduziert haben, als dass es vorher der Fall war und auch im Übrigen ab nächste Woche wieder der Fall sein wird. Nächste Woche gehen schon wieder 3 neue Gerichte mit auf die Seite drauf und werden dann wieder für ein bisschen so Unterhaltung, Neues einfach sorgen. Eine Entscheidung dafür ist aber ganz bewusst getroffen. Wir werden immer wieder der Saison entsprechend, dem kulinarischen Kalender entsprechend, das Ganze anpassen und ändern. Wir hatten jetzt Pfifferlinge mit drauf. Jetzt kommt dann schon bald das Thema Weihnachten und so vorweihnachtliche Küche. Es wird dann auch in diese Richtung Gerichte geben. Und das ist ganz bewusst eine Entscheidung dafür und das wird auch so bleiben. Gibt's irgendwas, was man, also klar, Speiseeis beispielsweise wäre es wird schwierig, Sorbet geht nicht. Nein. Aber ansonsten geht eigentlich fast alles, oder? Ja, also Sushi ist auch schwierig, genau. Die Frage des Zuhörers war ja vorhin auch die, ob wir rohen Fisch versenden. Das tue ich nicht. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung von uns momentan. Dass wir sagen, wir müssen uns natürlich auch mit den einzelnen Rezepturen und Produkten, mit den Lebensmitteln befassen. Ein roher Fisch, der im Zweifel dann vom Kunden angenommen wird, dann noch vielleicht einen Tag im Kühlschrank verweilt, kann immer natürlich dann zu einem Qualitätsverlust führen, der dann auch im Zweifel irgendwann ungesund wird. Und wir machen das von der Produktauswahl ganz bewusst so, dass wir das durchaus ein Stück weit steuern können, dass diese Produkte also wirklich unbedenklich sind, dass sie innerhalb der 48 Stunden zu verzehren sind. Nochmal, auch wenn du es noch einen Tag in den Kühlschrank legst, auch dann ist es noch kein Problem. Aber sowas wie jetzt roher Fisch beispielsweise oder ich würde jetzt auch nicht unbedingt sowas wie jetzt so halbgefrorenes, tiefgefrorenes, das funktioniert nicht mit der Temperatur in der Box. Wir hatten am Anfang der Entwicklungsphase das eigentlich mit Trockeneis ausprobiert, um das zu probieren, um solche Dinge auch möglich zu machen. Wo es dann richtig runterkühlt, dann bist du ja, glaube ich, bei minus 100. 72 Grad. Ja, okay. Genau. Das ist minus 72 Grad, ist für ein Eis ja ganz nett. Und auch kein Problem für das Rinderfilet nicht. Und für auch viele andere Produkte, wenn sie dann, das ist zu kalt und das ist einfach too much. Und deswegen sind wir auf diese Polar Packs umgestiegen, auf diese Kühlakkus. Die funktionieren sehr gut. Und
Was wir jetzt auch so erlebt haben im Rahmen der Entwicklung war auch, dass wir von vornherein darauf geachtet haben, dass wir so recycelbare Produkte einfach dabei haben. Das ist eine Kartonage, es ist Styropor und es sind diese Vakuumbeutel und Gläser. Das kannst du entweder in, also Kartonage sowieso entsorgen, im Container und Gläser auch. Und auch die Styropor-Komponente und auch der Vakuumbeutel sind gelber Sack. Gelben Sack. Genau, ist alles gelber Sack. Wir haben da ganz bewusst auf irgendwelche Themen wie so aluminiumbeschichtete Dinge verzichtet oder sowas. Das war schon auch war nicht ganz einfach, aber hat dann irgendwann doch auch dazu geführt, dass wir so eine runde Sache hatten, wie man so schön sagt. Es wurde ein Schuh draus, ne? Mhm. Und in Summe ist es so, dass wir jetzt immer so die Rückmeldung bekommen, die Leute kochen sich irgendeine Marmelade ein mit in den Gläschen und manche nutzen diese Styroporkiste und packen sich die in den Kofferraum, wenn sie dann einkaufen gehen und haben sowas. Die Kühlakkus fliegen nochmal in die heimische Kühltruhe. Ganz genau. Und dann hast du im Grunde eine perfekte Lösung noch, die du weiter nutzen kannst für dich zu Hause. Also ist gut. Die Ideen sind gut, an sowas haben wir gar nicht gedacht, aber das wird uns dann zurückgetragen und von daher ist das gut momentan, läuft. Wenn ich mir das jetzt überlege, nochmal auf die Sendung zurück mit dieser Höhle der Löwen. Jetzt weiß ich, da sitzen vier Leute, die ja auch ganz verschiedene Charaktere sind, alle vier. Ne? Fünf, ja. Ich habe mich verzählt, ne? Ich weiß nicht, wen habe ich denn übersehen? Es sind Vural Oeger und Frank Thelen, Jochen Schweizer, Judith Williams und Lenke Steiner. Ach, ich hatte den einen übersehen, ja. Egal. Also auf jeden Fall sind ganz, ganz verschiedene Leute, ne? Also ich meine, wo ich ja auch sagen muss, okay, im Vorfeld, ich stelle mich so ein bisschen auf die einzelnen Personen ein. Ich habe vielleicht auch so den Wunschinvestor. Ich weiß natürlich aus vorhergehenden Sendungen, wie die Leute ticken so ein Stück weit. Also ich weiß bei dem Jochen Schweizer, dass ich ihm nicht mit einem, wie bei euch als bei euren Vorgängern in der Sendung gesehen, mit einem Keks kommen muss, der 200 Kalorien hat und der komplett einmal chemisch aufbereitet ist, da schüttelst den, ne? Also, wobei man ja immer, ich habe Jochen Schweizer immer so mit Red Bull assoziiert, aber das ist scheinbar für völlig falsche Gedanke gewesen. Insofern, ja, also... Ja, der ist auch hinter der Kamera, der ist sehr asketisch in Teilen, also der ernährt sich sehr gesund, sehr bewusst und ist auch sicherlich unternehmerisch dahin gekommen, wo er heute ist, weil er sehr, sehr viel Disziplin in sich trägt und einen langen Weg gegangen ist, der sicher auch in Teilen steinig war. Und das kennt jeder, der irgendwo normal im Arbeitsleben, aber auch im unternehmerischen Leben unterwegs ist. Das läuft ja nicht immer alles nur reibungslos. Und das mag heute alles auch in Teilen. Wir haben uns natürlich auch nach und hinter der Kamera ein Stück weit unterhalten und mal kennengelernt. Und wenn du sowas aufbaust, ist das nie nur damit verbunden, dass du da in der Sonne glänzt und der springt ab und an mal aus einem Flugzeug mit einem Fallschirm und lebt ansonsten seinen Lifestyle. Da steckt schon viel, viel Arbeit dahinter. Und das haben wir uns natürlich alles vorher angeschaut. Wir haben im Rahmen dieser Übungen, die wir da im Schloss gemacht haben, haben wir natürlich auch die einzelnen Löwen für uns mal analysiert. Wo haben sie in der letzten Staffel investiert? Was ist eigentlich deren Kerngeschäft? Was ist das? Wie lange machen sie das schon? Oder keine Ahnung, welche Hobbys haben die? Also wir haben da wirklich versucht, ein paar Infos rauszubekommen und mit dieser Vorbereitung sind wir da vorgetreten und ja, hat dann ganz gut funktioniert. Gab es für euch vorher so einen Wunschinvestor, wo ihr gesagt habt, Mensch, mit dem würde ich richtig gern zusammenarbeiten und habt ihr gesagt, eigentlich egal, alle gut? Wir haben uns im Rahmen dieser Analyse für die Einzelnen die Frage gestellt, was könnte den an Dinnery interessieren? Dinnery ist ein Gourmet-Produkt, was wir dir nach Hause schicken, nicht in Sternequalität, aber es ist ja doch eher so ein Gourmet-Produkt. Und die Frage haben wir damit verbunden, was könnte Jochen Schweizer zum Beispiel an einer Dinnery-Box interessieren oder was könnte ein Frank Thelen an so einem online gestützten Thema interessieren. Wir haben schließlich den ersten Menükonfigurator, also Menü im Sinne von nicht Menü im PC, wo man sich was raussucht. Sondern Menü im Sinne von Essen, ja. Im Sinne von Essen entwickelt und das war der erste deutschlandweit, für den wir ausgezeichnet worden sind auch und wir hatten schon die Hoffnung ein Stück weit, dass gegebenenfalls so ein Frank Thelen auch dieses Technikthema interessieren könnte. Hat ihn auch interessiert, aber am Ende hat er halt gesagt, das ist ein Food-Thema, mit dem ich wenig nichts anfangen kann, aber ich verstehe da einfach nicht genug davon. Und ihr seid dann im Zweifel einfach besser mit den Kollegen zur Rechten und zur Linken aufgehoben und so ist es dann gelaufen.
Gut, ins Portfolio von Jochen Schweizer passt perfekt. Da seid ihr auch schon im Online-Shop dann mit drin mittlerweile. Genau. Ne? Ja. Das war ja irgendwie zu erwarten, weil der sagt, Essen ist ein Erlebnis, er verkauft Erlebnisse, also war der die logische Ergänzung. Jetzt könnte man sich ja überlegen, dass natürlich auch ein Herr Oeger sagt, Mensch, in meinen Flugzeugen für die First Class wäre es auch eine Idee, einfach dieses Konzept auch zu fahren und zu sagen, warum bringe ich meine Menüs nicht so in den Flieger? Ja. Ne? Ich glaube, für alle, die eingestiegen sind, gab es einen Grund, Interesse, also ich meine damit ein eigenes Grundinteresse, warum man da einsteigt. Man darf nicht vergessen, dass wir hier von viel Geld sprechen und dass natürlich da keiner einfach sinnlos sein Geld irgendwie zur Waschmaschine trägt und es dann irgendwie in die Tonne kloppt, sondern man macht das schon mit sehr, sehr viel Bedacht. Und bei Vural Oeger ist es so, der hat neben der Reisegruppe ja auch eigene Hotels und macht da auch eine ganze Menge Reisethemen, also was das Thema Vermittlung und sowas angeht. Da geht es auch darum, dass, wo man erstmal gar nicht dran denkt, aber wo wir, was so in den Gesprächen dann ja auch rausgekommen ist, es gibt ja dann auch da mal, jeder, der schon mal mit der Lufthansa geflogen ist, kennt das Thema Reklamation und Reklamationsbearbeitung. Das hat er natürlich auch und sowas sind alles so Dinge, die man, so ein Produkt kann man dann auch als, ne, als kleines Goodie einbauen, ja, das ist eine schöne Idee, solche Geschichten. Und da hat jeder so seine eigene Motivation und das ist bei Lenke Steiner sicher ganz genauso. Und all diese Ideen werden eben jetzt ein Stück weit besprochen und man guckt mal, welchen Weg man da gehen kann. Man darf nicht unterschätzen, dass da vier Unternehmer an einem Tisch sitzen, die alle ihre Vorstellung haben. Mhm. Und das ist manchmal sehr heterogen und ist auch ein spannender Weg. Und es ist natürlich auch nicht so, das muss man jetzt auch sagen, die machen das auch nicht aus Menschenfreundlichkeit, ne? Die wollen schon Geld verdienen. Na, also wir gehen generell sehr sympathisch miteinander um. Das ist mal, das ist, glaube ich, das Gute. Wir haben uns bisher eigentlich immer sehr respektvoll ausgetauscht und dabei kam durchaus auch schon mal zur Sprache, dass der eine oder andere da eine Vorstellung hat, die vielleicht so jetzt nicht unbedingt auf der anderen Seite erfüllt werden möchte oder soll. Aber es geht am Ende ums Geschäft, ne? Also das ist klar, das ist eine Kooperation, eine Gesellschaftsgründung, die man da vermeintlich eingehen wird. Und da soll am Ende des Tages ein Erfolg mit erzielt werden. Erstmal muss die Gesellschaft dann erfolgreich werden, wenn sie denn dann gegründet wird. Wie gesagt, wir sind da jetzt auch dabei, diese Vorstellung ein Stück weit zu äußern. Und wenn dann das Ganze läuft, dann muss Geld verdient werden und die wollen ihr Geld auch irgendwie ein Stück weit sehen. Das ist ganz klar. Ist aber, glaube ich, auch berechtigtes Interesse. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Zweifellos zu verschenken hat keiner was. Jetzt wolltest du die ganze Zeit schon mal von der Kaffeetasse trinken. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung, dann hast du die Chance dazu. 8:58. Wir sind nach wie vor bei Lloyd von da. Nach wie vor zu Gast bei uns Markus Lebe und wir sprechen über Dinnery.de. Riesenerfolg gewesen bei der Höhle der Löwen auf Vox in dieser Woche. Regionaler Unternehmer, der online gerade so richtig durch die Decke geht, wie wir hoffen. Und wir haben jetzt die ganze Zeit erzählt, okay, man kann da ein Menü konfigurieren auf eurer Homepage, kann sich sein Essen aussuchen. Fangen wir doch mal ganz banal an. Wenn ich jetzt auf eure Seite gehe, auf dinnery.de, dann sehe ich da ein wunderschönes Hintergrundbild, macht mir schon Lust auf Essen, da ist wunderschön angerichtet, steht schon ein Drei-Gänge-Menü da und dann sehe ich schon Dinnery-Löwen-Menü aus der Höhle der Löwen und es gibt so Kennenlernmenüs und dann gibt es den Menükonfigurator und da kann ich mir dann quasi mein eigenes Essen zusammenstellen. Ne? Genau, ganz nach eigenem Geschmack. Wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach gehalten, ganz bewusst auch sehr einfach und sehr schnell gehalten. Du kannst dir das auf der Seite anschauen. Es ist aufgeteilt auf Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts. Mhm. Du hast die Möglichkeit, bei jedem Gang auch zu sagen, dass darauf möchte ich verzichten. Also wer kein Dessert möchte, das war eine Anregung von einer Dame, die wir mal bekommen haben. Ich achte auf meine Figur und möchte vielleicht kein Dessert, deswegen kein vorgeschlagenes Menü. Okay. Deswegen kann man bei jedem Gang sagen, darauf möchte ich verzichten oder ich wähle halt jenes und welches vorgeschlagene Gericht aus. Oder ich will zwei Vorspeisen. Genau. Haben wir auch jetzt die ganze Zeit gehabt, dass mal gesagt wird, ich möchte das und das noch dazu ausprobieren, dann vielleicht noch eine Flasche Wein dazu und der Konfigurator ist etwas, was wir auch in der Woche jetzt erfahren haben, dass die Idee, glaube ich, sehr gut ist. Wir hatten ein Stück weit damit gerechnet, dass bei diesem Ansturm sehr, sehr häufig diese Löwenbox, die wir da benannt haben, auf der Startseite bestellt wird und auch die Omas Box mit den alten Rezepturen.
der Kunde lehrte es uns, dass der Konfigurator doch besser ankam und jeder sein eigenes Ding machte. Jeder hat sein eigenes Süppchen gemacht und wir waren dann sehr, sehr lange unterwegs und haben individuell bestellte Boxen gepackt. Auch gut, wir sind damit sehr zufrieden, aber hat uns ein Stück weit überrascht in der Situation. Ja, mein Kollege ist schon die ganze Zeit am Gucken. Er baut sich schon gedanklich hier so sein Abendessen zusammen. Es ist wirklich unglaublich. Jetzt ist es so, von den Mengen her, also es ist ja zu, also ich denke mal, wenn ich jetzt mich angucke, wer mich kennt und schon mal gesehen hat, weiß, dass ich offensichtlich ein guter Esser bin. Jetzt hast du vielleicht dann die Freundin zu Hause, die eher so ein bisschen weniger isst. Wie konzipiert ihr das? Ganz normal von der Portion. Wie im Restaurant. Ja, wie im Restaurant, ganz einfach. Also die normale Suppe hat in der Regel so 150, 160 Milliliter. Der Hauptgang, das Fleisch hat, je nachdem, was es so ist, das Rinderfilet hat so 160 Gramm. Eine Rinderroulade wiegt schon ein bisschen mehr. Also die geht so an die 200 Gramm. Also das ist wie im Restaurant, das ist da ganz genauso. Kann ich jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe Gäste zu Hause, ich will vielleicht beispielsweise grillen, das mache ich selber. Ich hätte aber gern jetzt von Dinnery ganz viele verschiedene Nachtische. Kann ich auch nur Desserts bestellen? Na klar, machen wir sogar häufig. Also das ist gar nicht so selten, dass man sich, warum auch immer, das habe ich bisher jetzt noch nicht herausgefunden, aber es gibt tatsächlich einige, die sich eine ganze Batterie Suppen oder auch eine ganze Batterie Desserts bestellen. Gibt's. Also das bin ich wirklich völlig frei in dem, was ich tue. Ja, bist du völlig frei. Das ist deine ureigene Entscheidung. Wir liefern ab 20 Euro das Ganze kostenfrei, also inklusive Lieferung in die Republik. Und das ist dir überlassen. Der Konfigurator ist die Entscheidung dafür, dass du frei bist in deiner Entscheidung, dir das zu bestellen. Es ist auch von uns eine bewusste Entscheidung gewesen, es nicht mit einem Abo-Modell zu verknüpfen. Das heißt, der Kunde kann es ganz bequem einmal ausprobieren. Wenn er das dann möchte, kann er gerne nachbestellen oder nochmal bestellen. Ist überhaupt kein Problem. Wenn er nicht möchte oder einfach sagt, das ist zwar schön, aber aus welchen Gründen auch immer, bin ich jetzt da vielleicht das nächste Mal woanders besser aufgehoben, ist er da auch frei, ganz flexibel. Das heißt also, auch wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zu dritt bin, klassische Konstellation, Vater, Mutter, Kind, ne? Und dann sagt der Vati, ich hätte gern hier richtig schön Rinderfilet. Die Frau sagt, naja, also ich will bitte lieber vielleicht irgendwie ja was Leichteres. Ich nehme jetzt vielleicht lieber, Fisch haben wir nicht. Haben wir gesagt, Schafskäse. Ne? Schafskäse, genau, vegetarisch. Was Vegetarisches. Und die Tochter sagt, ach komm, so eine Roulade, wie es bei der Oma immer gibt, hätte ich gern. Und dann will jeder noch eine andere Suppe. Und normalerweise wirst du ja zu Hause durchdrehen, ne, wenn du das kochen solltest. Ja, so nicht. So nicht, ne? Das ist so ein Riesenvorteil. So nicht, so kochst du das innerhalb von 10 bis 20 Minuten durch. Jeder in der Familie ist happy. Alle haben das, was sie gerne vermeintlich selber dann auf den Teller gewollt haben, auch bekommen und alles gut. Und ich brauche zu Hause eigentlich auch, also ihr liefert so ein Wunschlos-Glücklich-Paket. Ich brauche nichts mehr zu Hause, außer Teller, Messer, Gabel. Schere, Licht. Schere, Licht und gut, vielleicht noch einen Kaffee für hinterher, aber den Wein kriege ich auch dazu. Ich kriege die Softdrinks dazu, wenn ich will. Ich kriege die Tafel Schokolade für danach vor dem Fernseher noch dazu. Also es gibt wirklich alles. Ne? Ja, das ist ganz bewusst so auch überlegt. Das Sorglospaket beginnt im Grunde bei der Bestellung. Wir ersparen dem Kunden den Einkauf. Du musst nicht irgendwie die Zeit nehmen, irgendwo in den Supermarkt zu rennen. Das Gute an so einer Konzeption ist auch, dass wir natürlich portioniert liefern. Das heißt, es ist außer der Umverpackung kein Abfall mehr dabei. Das heißt, alle, die jetzt sagen, um Gottes Willen, da kommt ein Karton, da kommt Styropor, da kommt Folie, denen kann man sagen, du hast keinen Abfall mehr. Du hättest im Supermarkt auch eine Verpackung. Genau. Du verbrauchst keinen Sprit mehr, um irgendwo hinzufahren. Ganz das ist eigentlich gar nicht so unökologisch. Das ist das eine. Das zweite ist, es spart einfach auch in der heutigen Zeit sehr, sehr viel Zeit. Also darf er nicht vergessen, wer arbeitet heute in der Regel bis nachmittags um 3? Das sind sicher ein paar, aber auch nicht unbedingt alle. Und für die, die einfach wenig Zeit für solche Themen haben, ist das perfekte Helferlein. Dann hast du eben zum Zeitpunkt dessen, wo du dann zu Hause bist, auch den Faktor Arbeit, den wir dir in die Box legen. Das heißt, wir haben es ja schon für dich gekocht und eben auch entsprechend portioniert. Die Rezepturen kommen von uns. Das ist alles soweit vorgeliefert von uns. Du kannst dich an den Tisch setzen, machst deine Flasche Wein auf, kannst den Abend genießen. Gut ist. Wir sprechen gleich weiter. Leut von da. Das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die Schütze-Region.
So, ein bisschen Zeit haben wir noch mit Markus Lebe von Dinnery.de und wir haben ja schon ganz viel drüber erzählt, wie es im Fernsehen war, wie das Ganze funktioniert, was es alles zu essen gibt, was man bestellen kann. Es ist wirklich unglaublich, welche Möglichkeiten da drin stecken. Jetzt kann ich mir vorstellen, im ersten Moment, wenn man dann so eine Sendung im Fernsehen mal selber sieht, sich selber sieht, was ist das? Ihr habt, glaube ich, ein Public Viewing gemacht selber, so ein bisschen für euch privat, ne? Für mich selber war das eher, sagen wir mal, ungewohnt. Hm. Ich fand das, ich glaube, das ist, geht dann, also mir geht das zumindest, wenn man sich das selber sieht, dann ist das eher irritierend, geht mir auch so. Also Fernsehen ist für mich schwierig. Ja. Absolut. Viele Außenstehende haben dann zwar gesagt, hey, super toll, und ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten über Facebook kamen und Mails und alles super und Gratulation und irgendwie so in der Richtung. Ich selber war zugegeben relativ angespannt bei der Sendung, weil wir natürlich ganz, ganz viele Vorbereitungen dafür getroffen haben, dass das, dass die Seite hält, ne? Dass die Seite nicht zusammenbricht, dass wie entwickelt sich der Traffic? Und im Endeffekt hält. Musstet ihr gleich das Kochen anfangen, mehr oder weniger nach der Sendung, ne? Ja gut, wir waren an dem Tag natürlich voll in der Produktion drin. Mhm. Wir haben einfach ins Blinde vorproduziert, weil wir klar davon ausgegangen sind, dass ein gewisser Run kommt, und dann war einfach die spannende Idee oder die spannende Situation, die hält die Seite, hält das Backend, hält der Shop, hält das Programm. Das ist schon eine hohe, hohe Last, die da auf so eine Seite zukommt, und das haben wir dann ganz gut überstanden. 5 Minuten später hatten wir einen Totalausfall. In Bad Neustadt gab es einen Trafobrand und 3 Stadtteile waren platt, super, wir auch. Ne? Das war so der Super-GAU schlechthin. Wir standen dann über 1 Stunde im Dunkeln, was natürlich uns dann auch ein Stück weit zurückgeworfen hat. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Anrufe bekommen, unmittelbar nach der Ausstrahlung. Und das Ganze hat dann 5 Minuten gut funktioniert, dass wir telefonieren konnten. Und dann machte es Bumm und es war nichts mehr da. Kein Licht, kein Strom, kein Rechner, kein Telefon. Und das war so live, ne? Das war alles Echtzeit, was da uns widerfahren ist. Habt ihr denn, oder hast du das vorher schon gesehen gehabt, wie die endgültige Schnittfassung der Sendung aussehen? Nee, du warst nur bei dem Dreh dabei, hast 3 Stunden quasi da gemacht und gewerkelt und wusstest aber überhaupt nicht, was da jetzt eigentlich zu sehen ist. Nein, wir wussten natürlich, wie es ausgeht. Ne? Mhm. Also das ist ganz klar, das nimmst du als Erkenntnis ja mit. Und vor dem Hintergrund wussten wir natürlich auch, dass ein positives Signal nach außen gesendet wird, das ja. Aber wie am Ende des Tages der Schnitt ausgeht, das weißt du nicht. Und es hätte durchaus auch sein können, dass das Ganze aufgrund des Schnittes noch ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt werden könnte eventuell. Ich meine, wie gesagt, wir haben eine tolle Atmosphäre gehabt. Wir haben da eigentlich fast eine Küchenparty gefeiert. Das war alles sehr gut. Das war auch eine schöne Erfahrung, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Aber den Schnitt selber haben wir erst auch da zur Ausstrahlung gesehen, live und in Farbe. Ich habe es erst das erste Mal gestern gesehen. Ich hab's mir echt? Ja. Ich habe es an dem Abend gar nicht wirklich... Habe ich es vor dir gesehen? Ja. Ich habe es an dem Abend selber nicht wirklich gesehen, weil ich einfach sehr angespannt war aufgrund der, Umstände, dass eben wir gucken mussten, dass die anderen, dass die, wie gesagt, die technischen Voraussetzungen halten und so weiter. Und dann gab es jetzt doch einiges zu tun, und ich habe es mir gestern angesehen, das erste Mal. Und war gut. Ja, ungewohnt, ne? Also schon gut, soweit ja, aber es ist trotzdem, wenn man sich da selber sieht, einfach ungewohnt. Schon der Klang der Stimme, das geht ja schon da los. Ja, das wird von hier auch einen Podcast geben, den kannst du dir nächsten Tag dann anhören und schauen, wie es war. Jetzt ist es ja auch noch so ein Punkt, den ich mir vorstelle, okay, das ist, glaube ich, irgendwann im Februar aufgezeichnet worden oder so. Ja. Jetzt musst du ja monatelang auch den Mund halten. Du weißt, das Ding war super, ihr habt's gerockt, ihr könnt da mords was reißen, ihr habt die Investoren begeistert. Und dann stehst du da und denkst dir so, okay, jetzt muss ich aber noch 4-5 Monate lang einfach die Bälle flach halten, aufs Keim erzählen. Wie schafft man das denn? Es einfach Keim erzählen. Ja, klar, klingt so leicht, ne? Aber also es ist so, dass natürlich 1-2 Dinge im Hintergrund vorbereitet werden müssen. Das, was ich vorhin gesagt habe, dass Lieferanten einfach informiert werden müssen, dass sowas funktioniert, dass du natürlich, was ganz, ganz wichtig auch in dem ganzen Konstrukt ist, man muss das ja auch mit seiner Hausbank abstimmen, so etwas. Wir reden hier von einer
wirklich, wirklich nicht unerheblichen Summe der Vorfinanzierung, was wir da leisten mussten und stemmen mussten, was natürlich auch an so einem Abend dann bei einem selber nochmal für so eine gewisse Spannung sorgt, Anspannung sorgt. Klar, weil schlimmstenfalls es bestellt keiner, dann hast du echt verdammt viel Essen da in der Hütte stehen. Das wäre dann verdammt viel Essen gewesen, ja, das stimmt. Und das in Summe musst du natürlich ein, zwei Menschen oder Partner informieren, ganz klar. Und das ist auch im Rahmen dessen möglich. Das ist kein Problem. Aber ansonsten nach außen, Silenzium. Das heißt nicht mal, ich erzähl's bloß dem besten Kumpel und der erzählt's bloß seinem besten Kumpel und am Schluss weiß es die ganze Region, so kann es nicht laufen. Ne? Genau. Das ist, man unterschreibt das auch, dass man da eine gewisse Verschwiegenheit wahrt und auch da ist dem Format durchaus klar, dass Vorbereitungen getroffen werden müssen. Das ist auch so formuliert. Aber ansonsten Stillschweigen. Hat auch bei euch super geklappt. Also wir waren alle gespannt und keiner wusste, wie es ausgeht. Also wir haben uns ja auch ein paar Mal im Sommer getroffen. Genau. Aber du wusstest es auch nicht. Eben, ja. Das war schon eine spannende Geschichte. Jetzt hat uns die Elisabeth aus Schweinfurt angerufen und hat gesagt, Mensch, welchen zeitlichen Vorlauf muss ich bei einer Bestellung beachten und geht das auch am Wochenende? Gut, Internet hat generell 24 Stunden am Tag offen. Ja. Ihr seid aber nicht 24 Stunden am Tag in der Küche, ne? Nein, das nicht. Aber generell ist es auch hier ganz einfach. Der Konfigurator hat einen Kalender hinterlegt. Mhm. Das heißt, jedes Mal musst du, bevor du in den, bevor du deinen Zahlungsprozess, also den ganzen Bestellvorgang abschließt, dein gewünschtes Lieferdatum eingeben. Wir haben im Kalender es so weit hinterlegt, dass man, wenn man 3 Tage im Voraus bestellt, man 3% Rabatt auch bekommt. Mhm. Wenn man 5 Tage im Voraus bestellt, 5% Rabatt bekommt. Wenn ich 100 Tage im Voraus bestelle, ist das dann Essen ist es umsonst. Genau. Ja, cool. Das Gute ist, der Kalender geht tatsächlich nur 4 Wochen im Voraus. Ach so, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, weil es ist ja schlicht und ergreifend so, du hast gesagt, ihr wechselt so alle vier Wochen etwa. Ja, das regional ist der Grund dafür. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe Hochzeitstag Ende Oktober, kann ich wunderbar jetzt schon bestellen. Genau. Wenn ich sage, jetzt schon an Weihnachten denken, dann ist es vielleicht ein bisschen früh. Das ist an sich ein bisschen früh, aber auch hier haben wir diese Woche ungezählte Anfragen bekommen schon für das Thema, was macht ihr an Weihnachten, was macht ihr an Weihnachten. Wir haben das wir haben das so beantwortet, dass es wird ein sehr, sehr schönes Weihnachts- und auch ein sehr, sehr schönes Silvestermenü geben. Das ist auch jetzt schon formuliert und wird dann auch in den nächsten 2 bis 3 Wochen schon mal per Vorinformation über die sozialen Medien und auch generell über die Seite kommuniziert und auch veröffentlicht. Wir werden vielleicht auch den Kalender dann schon mal früher freischalten, dass das dann schon bestellbar ist. Aber es wird hiermit versprochen, es wird an Weihnachten ein tolles Weihnachtsmenü geben. Wir werden im Hauptgang, so viel kann ich schon mal verraten, eine gebratene Ente anbieten, die sich jeder dann zur Feier oder zum Feiertag eben entsprechend dann zu Hause richten kann. Normalerweise würde das dauern 4 Stunden, alleine der Schmor- oder der Bratprozess. Wenn das über Dinnery geliefert wird, dauert das im Backofen bei 180 Grad, glaube ich, noch 12 Minuten. Und das ist doch eine deutliche Zeitersparnis. Also jeder kann mit der Oma vorher in die Kirche. Genau, richtig. Und dann ist das Essen auch schon fertig. So sieht's aus. Das ist eigentlich perfekt, ja. Das heißt, man kann sich von dieser gruseligen fränkischen Tradition der Wienerchen mit Kartoffelsalat lösen. Könnte man, ja. Wobei so Traditionen auch immer seine Berechtigung haben. Also ich finde das generell auch in Ordnung. Ein guter Kartoffelsalat ist was ganz, ganz Feines. Kann ich bei Dinnery aber noch nicht bestellen, ne? Nee, momentan nicht. Wäre aber doch so ein Running Gag, ne? So ein Discount-Angebot. Ihr Pärchen Wienerchen, gute Kartoffelsalat Idee. Und denk Tütchen nach. Senf. Du denkst drüber nach, ja genau. Ich bin gespannt, ob wir es auf der Seite finden werden. Ich glaube es aber fast nicht, ne? Nochmal, ein guter Kartoffelsalat und eine ordentliche, also jetzt in dem Fall eine ordentliche Wiener Wurst dazu oder auch eine sehr gute Bratwurst ist was ganz, ganz Feines. Esse ich persönlich sehr, sehr gerne und ich stehe auf gute, schöne, gegrillte Bratwürstchen und hab da keinen Stress. Das macht er immer nachmittags bei Hochzeiten. Das ist der absolute Kracher. Ja. Also und sie sind perfekt, sie werden extra für uns gemacht. Also das ist eine schöne Geschichte. Ja, müssen Sie irgendwann mal mitnehmen im Schlosspark in Bad Neustadt. Aber was mich noch interessiert, ist jetzt auch so, wenn jetzt jemand wie du quasi Tag und Nacht ans Essen denkt, eigentlich, glaube ich, die Freizeit hat, wenn er im Auto von einer
Location, an der er arbeitet, zur anderen fährt, so ungefähr. Wobei ich immer am Überlegen bin, ob du schon so eine Induktionsplatte irgendwie an den Zigarettenanzünder im Auto angeschlossen hast. Noch nicht, ne? Nein, so schlimm ist es nicht. Also es ist auch so, dass, was ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, das ist ja keine One-Man-Show, was wir hier machen. Mir ist grundsätzlich mal wichtig, dass ich zwischen der Arbeit, die da anfällt, auch Zeit für meine Familie habe. Meine Tochter ist ja auch gerade hier dabei. Die übrigens ein sehr geduldiger Mensch, die durchleidet das jetzt schon fast dreiviertel Stunden, dass es hier so total langweilig ist bei uns eigentlich. Genau, sie hat sich spannender vorgestellt, ne? Aber ja, das ist ja okay. Nein, es ist wichtig für mich auch ganz persönlich, dass ich Zeit mal primär auch für meine Familie habe. Mhm. Das weiß das Umfeld, das wissen auch die Mitarbeiter. Und dann kommt auch sicherlich klar schon im Anschluss die Firma, ganz klar. Mhm. Wir haben nicht wenig Arbeit und ich habe ganz bestimmt auch keinen 8-Stunden-Arbeitstag. Auch das ist sicherlich richtig, aber das, was wir machen, macht halt Spaß. Und wir haben tolle Häuser, die sehr, sehr viel Spaß machen und sehr individuell sind. Und das mit Dinnery ist ein total spannender Trip momentan, eine ganz andere Welt eigentlich, als das, was wir da jetzt bis dato gemacht haben. Da kommen Dinge auf uns zu, wo wir auf einmal zu Vorträgen, als Vortragsredner zu Vorträgen eingeladen werden, die eigentlich unglaublich sind, zu Veranstaltungen, die wirklich in ordentlichen, sag ich mal, also es ist einfach ganz, ganz interessant. Ich erzähle dir das dann später mal, was da alles noch so auf uns zukommt. Und das macht sehr, sehr viel Spaß momentan und ist eine aufregende Geschichte. Es bleibt aber auch aufregend und für uns ist jetzt im Grunde genommen der Status quo der, jetzt haben wir wieder alle Zeit gehabt, ein, zwei auch mal Tage, ne, eine Nacht durchzuschlafen. Mhm. Das war mal gut. Das war Anfang der Woche nicht ganz so einfach. Und die Mitarbeiter werden da entsprechend jetzt, wir haben gesagt, wir machen mal eine tolle Party, so, weil das einfach sehr gut gelaufen ist. Wir haben eine Fehlerquote, nochmal, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, so um die 3%. Sensationell gelaufen. Die Mitarbeiter haben einen tollen Job gemacht. Alle, die im Umfeld standen, wirklich Gewehr bei Fuß. Das war eigentlich eine tolle Erfahrung, das auch so mitzuerleben, wie das eine Bank begleitet, wie das die Lieferanten begleiten, wie das auch vorbereitet wurde von diesem Fernsehformat, was auch eine tolle Erfahrung war. Das war wirklich von A bis Z, alle Helferlein, die das wirklich begleitet haben, eine tolle Erfahrung, auch für mich ganz persönlich. Und jetzt warten wir mal ab, in welche Richtung es weitergeht. Wie ist das bei dir privat? Hast du da noch Lust, zu Hause auch noch zu kochen? Ja, ja. Ja, echt? Absolut. Okay. Das ist für mich was Meditatives fast schon. Also wenn wir abends oder wenn wir zu Hause sind, kochen wir generell immer uns was Schönes, Frisches. Oder ich bin so ein Brotzeitfetischist. Ich stehe auf ein total gutes Brot und einen guten Käse oder sowas, ein schönes Glas Wein dazu. Das machen wir jeden Tag bei uns zu Hause. Ist auch etwas, wo wir, also meine Frau und ich beide, wirklich auch Wert drauf legen, dass wir Zeit haben, dann wirklich auch mal mit den Kindern am Tisch zu sitzen. Das sind so Rituale, die wir da auch wirklich pflegen. Ist uns allen sehr, sehr wichtig. Die Kinder dürfen dann anschließend immer aufräumen und die Spülmaschine einräumen. Und das machen sie auch mit ganz besonderer Freude. Und kann deswegen, ich mir vorstellen. Ja. Kommt super gut an. Ja. Kinder lieben das, absolut. Nein, das ist schon wichtig. Also tatsächlich, Kochen gehört bei uns auch im Privatleben immer dazu, ganz klar. Ich lege schon Wert darauf, dass wir auch im normalen Umfeld zu Hause ein ordentliches Produkt auf dem Teller haben, eine ordentliche Ernährung oder sowas. Dann könntest du sowas beruflich auch nicht machen. Wenn du den Anspruch nicht für dich selber hättest, dann würde das beruflich, glaube ich, auch nicht gehen. Jetzt kannst du ja eigentlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, über diesen Menükonfigurator, die du hast, und über die Bestellung, die du jetzt hast, auch in der letzten Woche, gerade wo es so richtig nach vorne ging. Du weißt jetzt eigentlich, was die Deutschen gerne, wenn sie mal so richtig schick, schön zu zweit zu Hause sitzen, am liebsten auf dem Teller haben, ja, eigentlich, ne? Also ist es dann eher... Das stimmt, ja. Der Schafskäse, ist es eher die Ruder? Was ist so der Renner? Womit kocht so man paar... jede Frau zwischen die Bettlaken? Es gibt ja das jetzt... Ja, das muss man ja fragen, ne? Da gibt es jetzt Tausende draußen, die das interessieren. Das stimmt, ja. Auch Damen, die sagen ja auch, Liebe geht durch den Magen, sagen, ich will einen Mann begeistern. Kriege ich das eher mit der Roulade hin oder doch mit dem Schafskäse? Also generell ist es so, dass der absolute Top-Seller momentan die Roulade ist.
Also unangefochten. Siehst du, hätte ich jetzt gedacht, und das Rinderfilet, so kann man sich täuschen. Das kommt danach. Also es ist wirklich so, dass wir die teuersten Fleischgerichte, in Anführungsstrichen teuer, sage ich jetzt mal, und auch eben die aufwendigsten Fleischgerichte, eben wie jetzt eine Roulade, die ja auch deutlich länger als jetzt, keine Ahnung, wenn du sie zu Hause machst, eine Viertelstunde braucht. Oder so ein Kalbsrahmbraten, das Kalbsnüsschen wird auch sehr, sehr viel und sehr gut bestellt. Also sprich, alles, was sehr aufwendig ist und auch von der Qualität sehr hochwertig ist, also wird sehr, sehr viel bestellt. Ja, genau. Wir haben ganz, ganz viele Nachfragen nach vegetarischen Komponenten, die wir ja auch anbieten. Die werden auch gut bestellt. Der Schafskäse beispielsweise ist auch ein Produkt. Ich habe übrigens eine Wette mit einem Mitarbeiter verloren. Ich muss sein Auto waschen, weil ich gedacht habe, wir werden es weniger verkaufen. Und, okay. Der Schafskäse ist auch etwas, was sehr stark nachgefragt wird. Aber dann war es das auch schon. Also diese häufig gefragte Küche vegan oder ist tatsächlich etwas, wo wir momentan von den Anfragen her sagen können, tatsächlich wird mit Abstand Roulade, dann Rinderfilet, Kalbsnüsschen fast auf einer Höhe mit dem Schafskäse bestellt. Und so in diese Richtung geht es. Es gibt so ein paar Gerichte des deutschen liebstes Essen, des deutschen liebstes Gemüses, die Tomate ein Stück weit. Ein gutes Schnitzel ist etwas, was sehr, sehr gut ankommt, sensationell. Auch beim deutschen Gaumen ankommt. Und eine Roulade zählt sicher dazu. Bei den Schnitzel stelle ich mir jetzt auch wieder schwierig vor, mit so einer Panade das so anzuliefern, dass das so genau. Deswegen haben wir es nicht. Manchmal ist das Einfachste das Schwierigste, ne? Ja, weil das ist gar nicht so schwierig, aber das Fleisch fürs Schnitzel könnten wir liefern. Aber das war auch ein Ergebnis dieser fast einjährigen Entwicklung, die wir da vorher eben investiert haben. Wenn du ein Schnitzel lieferst, also wir würden das jetzt für dich als Kunden zu Hause fertig panieren. A, hast du rohes Ei? Das ist mal Punkt 1. Was ich vorhin meinte mit dem Fisch und sowas, das ist auch immer im Zweifel eine Gefahr, birgt eine Gefahr. Das zweite ist die Panade, die dann, das kann ja ruhig eine Panade rein aus einem besonderen Brot ohne Rinde, wie auch immer sein, oder du machst wirklich die gute alte Semmelbrösel-Panade, ist ja auch kein Problem. Die zieht aber Wasser. Und wenn sie Wasser zieht, dann wird sie nicht mehr so, wie sie werden soll. Und wir haben ja nun mal einen Lieferweg von bis zu einem Tag. Und wenn eine Panade dann im Grunde halbmatschig bei dir zu Hause ankommt, was der Lieferweg einfach nicht vermeiden lässt, das lässt sich nicht vermeiden, geht nicht. Also haben wir gesagt, machen wir auch nicht. Also man sieht diese Dinger immer beim Discounter liegen, aber da gruselt es einen. Ne? Also das ist wieder was anderes. Wenn du das im Discounter kaufst, hast du ja Möglichkeiten, das in irgendeiner Weise stabil zu machen. Da gibt es ja diverse Helferlein in der Lebensmittelindustrie, die es möglich machen, so ein Produkt auch über langen, langen Zeitraum hin stabil zu machen. Die haben wir nicht. Und dazu stehen wir auch. Chemiebaukasten ist außen vor. Genau, der Chemiebaukasten ist außen vor. Das ist das, was ich ja auch da in der Sendung gesagt habe, dass wir auf das Thema Qualität setzen. Und wenn das nicht funktioniert, liefern wir das nicht. Und das ist diese Rubrik. Ein Schmorgericht wie jetzt die Roulade, die vakuumieren wir einzeln ein. Die liegt ein Stück weit in der eigenen Soße. Ist perfekt, hält, super. Kannst du dir auch noch einen Tag länger in den Kühlschrank legen. Überhaupt kein Problem. Ein Rinderfilet, das von uns einzeln vakuumiert, zu dir nach Hause geschickt wird. Da ist ein Schuss Olivenöl mit drin, da ist schon ein kleiner Kräuterzweig mit drin. Das kannst du noch 4 Tage im Kühlschrank liegen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Rindfleisch darf ja durchaus auch ein bisschen nochmal nachreifen. Tut dem überhaupt keinen Abbruch. Trotzdem empfehlen wir natürlich, innerhalb von 48 Stunden zu verzehren. Aber diese Dinge, die eben gut funktionieren, wo wir wissen, wir haben lange an den Rezepturen gefeilt und auch wir, die wir täglich kochen, wir haben doch relativ lange, fast ein Jahr an den Rezepturen gefeilt, damit das dann so geliefert wird, dass es dann einen Tag später bei dir vom Garpunkt her passt. Das ist ein anderes Kochen als im Restaurant. Es ist ein bisschen was anderes. Das heißt, du hast jetzt auch nicht die große Sorge, dass es könnte jetzt auch passieren, dass das jetzt Dienstag irgendeiner sieht, der ordentlich Kapital im Kreuz hat und sagt, Mensch, schöne Idee, die mache ich platt, das mache ich selber und steigt da sofort mit Batschmillionen ein und knallt den Markt zu damit. Kann er machen, also ich bin da relativ angstfrei bei sowas. Es ist ja so, dass, also wir haben jetzt in der vergangenen Woche auch ein paar sehr interessante Anfragen bekommen, die wir jetzt auch alle prüfen, was denn für vermeintlich mögliche Kooperationen für die Zukunft sein werden.
Wir haben auch seit längerem, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, eine Kooperation in der Pipeline, die ja mit einem sehr, sehr großen Handelskonzern, dem größten Handelskonzern eigentlich, wachsen könnte für die Zukunft, um Dinnery da auch weiterzuentwickeln. Das heißt, man könnte euch irgendwann theoretisch auch in einem Supermarkt-Feinkostgeschäft finden, dass ich das Ganze nicht mehr geschickt bekomme, sondern da aus dem Regal ziehe. Möglich. Möglich. Also wir sind momentan... viel Konjunktiv. Es gibt momentan ein paar Planspiele, wie man das weiterentwickeln kann. Das sind ja auch durchaus verschiedene Wege, die wir jetzt einfach mal besprechen und Möglichkeiten abfragen. Generell ist es aber so, um die Frage der vermeintlichen Mitbewerber zu beantworten. Ich selber bin da immer ein Freund davon. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich habe da gar keinen Stress mehr. Ich bin in einer gewissen Weise teilweise da angstfrei, wenn andere, die das auch machen, Betriebswirtschaft studiert haben. Was ja ein wichtiges Studium ist, was ja auch gut ist. Die verkaufen aber ein Küchenprodukt. Das ist bei uns anders. Wir haben das, wir machen das schon 20 Jahre und können vielleicht nicht so gut rechnen, aber trotzdem verstehen wir was von dem Produkt und haben selber eine ganze Zeit der Entwicklung reingesteckt. Also ich glaube sogar fest daran, dass da jetzt ein bisschen was auf dem Markt sich tun wird. Aber wir haben einen gewissen zeitlichen Vorsprung. Den haben wir. Wir haben noch einen kleinen zeitlichen Vorsprung, den wir jetzt nutzen, um Werbung zu machen. Und dann hören wir uns noch mal ganz kurz. Und dann darf die Tochter endlich wieder in die freie Wildbahn. Genau, vielen Dank. Es ist schon wieder rum. Es ist schon wieder kurz vor 12. Wahnsinn. Wir könnten noch weiter reden, aber ich glaube, die Tochter würde irgendwann durchdrehen, wenn wir jetzt noch sagen, wir hängen noch eine Stunde dran, ne? Ach, ich glaube, sie ist da ganz geduldig, dass das funktioniert. Irgendwie, das, aber sie will frühstücken gehen. Ja, ne? Ja, wir gehen jetzt was frühstücken. 12 Uhr ist eine gute Zeit zum Frühstücken. Wir sind Gastronomen. Ne? Ja, eben. Wir sind eine Kneipenfamilie. Sind die Kinder schon dran gewöhnt, ne? Abendessen gibt's dann heute Abend um 11. Genau. Und morgen früh ist wieder Schule. So sieht's aus. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war super spannend. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch viel voneinander hören werden, denn das wird die nächste Zeit bestimmt noch sehr, sehr interessant und vielen Dank. Scheint noch einiges vorzuhaben. Ein bisschen ich abzudanken. Es war sehr schön, war sehr spannend. Herzlichen Dank. War eine interessante Geschichte. Es ist nicht ganz Vox, ne? Wir haben auch mit Christian Hüther nur einen einzigen Löwen hier, der sitzt da in der Ecke. Aber er hat's gut gemacht. Ja, ja, und er ist die ganze zwischendurch mal gebrüllt. Ja, ja, und er ist die ganze Zeit auch schon gedanklich dabei, sich seine erste Box zusammenzustellen. Er schaut schon ganz hungrig, der Bub. Ne, also das, nee, aber wird sicherlich sehr spannend, was da noch passiert. Und ja. Ich denke mal, da wird sich noch einiges tun. Ich hoffe, du kannst heute am Sonntag jetzt wenigstens ein bisschen ausspannen oder musst du heute noch was kochen? Ja, heute Abend. Jetzt ist erstmal ein bisschen Familie angesagt und dann heute Abend noch ein bisschen Arbeit, aber alles gut. Ansonsten habt ihr, es ging völlig unter jetzt mit der Wiener Botschaft in Pfalzöcher, haben wir auch erst noch relativ neu noch eine dritte Location dazugenommen. Ja, war nicht auch geplant, aber haben wir. Aber auch schön. Ja, sehr schön. Also es ist ein spannendes Projekt. Haben wir am 1. Juli jetzt erst ganz jung eröffnet und ist ein tolles Haus, bezaubernd, wirklich ganz liebevoll auch restauriert und renoviert worden und ist ein ganz tolles Haus, macht jetzt schon sehr viel Spaß und in Zukunft denke ich und hoffe ich noch mehr. Und ja, mal sehen, was die Zukunft so bringt. Ich glaube, wir werden, also langweilig wird es wahrscheinlich nicht werden. Definitiv nicht. Und wir haben in der Region den Vorteil, Sie können auch es sich nicht schicken lassen. Sie können direkt bei Markus Lebe mal essen gehen. Euch jetzt viel Spaß beim Frühstücken. Ihr lasst euch jetzt bekochen. Vielen Dank, ja. Guten Appetit.